Willkommen zu einer neuen Folge von Deltarune. Wie schon angekündigt, habe ich mal offscreen absolut alle Gegner eingefroren. Also im Prinzip auch das gemacht, was wir schon im letzten Part gemacht haben. Nur mit einer Sache: Beim letzten Part habe ich mir leider einen kleinen Fail erlaubt. Und zwar bin ich ja schon etwas zu voreilig gewesen und habe einen Bereich betreten, ohne vorher hier gewesen zu sein. Engel, Engel, such dir nach dem Ring der Dornen. Ja. Das wären dann 1997 Chroma. Ja. Hier ist dein Ring, vorsichtig. Das könnte Sting. Hehe. Du hast Thornring erhalten. Ja, mit weißer Equip. Auch schon mal ein bisschen. Ja. Etwas stärkere Attacke. Und jetzt hier der Effekt: Der Anwender erleidet Schaden durch Schmerzen. Es reduziert die TP-Kosten von Eisfähigkeiten. Nämlich. Es gibt eine Attacke, die kostet 200 TP und man kann ja nur maximal 100 haben. Beziehungsweise ist ja immer Prozent angegeben. Und weil halt eben dieser Ring die Kosten halbiert, kann man nur so die Attacke sinnvoll anwenden. Ja, auch mal ganz entspannt einmal nochmal hier komplett durchzugehen, wie wir einfach jeden Gegner eingefroren haben. Und dann hier sollte es eigentlich schon sein. Novell, da bist du. Gerade noch rechtzeitig. Wir können beide zur Königin zurückgehen und. Novell? Chris scheint als ein anderer Gegner sein. Soll ich ihn einfrieren? Novell? Novell, ich bin's. Erinnerst du mich nicht? Birdly? Novell, bist du in Ordnung? Was macht Chris mit dir? Wir sind nur. Wir werden stärker. Wir werden stärker. Wie? Chris, was machst du? Fortfahren. Was? Was? Fortfahren? Wer? Oder nee, wer ist wo? Verdammt. Noel. Das ist einer der traurigsten Englischfehler, die man so machen kann. Da bin ich drauf reingefallen. Egal. Novell, über was reden Sie denn? Das ist es, Chris. Ich weiß nicht, was du tust. Aber wenn du meinem Freund Noel wehtust, dann habe ich keine Wahl, außer dich zu stoppen bei Gewalt. Chris, mach dich bereit. Warte, Birdly, hör auf, renn weg! Birdly blockiert den Weg, ja, und Novell erleidet permanent Schaden, aber sie wird davon nicht sterben können. Außerdem fokus Birdly nur Chris, das heißt, der Kampf ist unverlierbar, einfach weil Novell nicht angegriffen werden kann. Wie gesagt, die AP reduzieren sich halt nicht unendlich. Und Birdly wird nur Chris angreifen, das kann ich auch mal demonstrieren. Übrigens die Musik. Ja, dieser Track kommt hier nur in diesem Kampf vor und down. Also. Noelle, ich könnte mir noch ihre Stimme hören. Wie gesagt, nur Chris wird angegriffen. Warte. Ich dachte, man könnte den Kampf gar nicht verlieren. Ups.
Okay, anstrengend. Man kann den Kampf doch verlieren. Ernsthaft, ich dachte, man könnte den nicht verlieren. Naja. Dann machen wir das Ganze halt eben noch einmal. Schon peinlich, dass ich an der Stelle jetzt eigentlich schon dreimal verliere. Aber gut. Beziehungsweise, dass das hier mein dritter Versuch ist. Ja, die Umgebungen sind ja so schön, dass wir die gerne nochmal ein drittes Mal alles abklappern können. Ja, wir sind ja gleich da. Einfach nur hier kurz nochmal um die Ecke. Ein bisschen durchskippen, weil das kennen wir alles schon. Jetzt Mühe geben. Fast 91%. Und jetzt sind wir schon voll. Snowgrave. Steht einfach nur Fantal. Snowgrave. Ich kenne diesen Zauber nicht. Snowgrave. Ich sag dir, ich weiß nicht, über was du redest. Snowgrave. Ich erzähl dir, hör auf. Ich weiß nicht, wovon was du redest. Snowgrave. Okay. Du willst also wirklich wissen, was passiert. Sieh einfach zu, was passiert, wenn ich ein Zauber ausführe, den ich nicht kenne. Snowgrave. Ein perfekter Diamant. Aus Eis. Was? Was passiert? Da war so viel Schnee, ich konnte nichts mehr sehen. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich sollte nach Hause gehen. Kann ich nicht durchgehen? Übrigens, es gibt jetzt keine Möglichkeit mehr, den Genocide Run abzubrechen. Das war's jetzt. Endgültig. Dann gibt's hier den wunderschönen alternativen Weg. In den Normalmodus ist man die andere Abzweigung gegangen. Da ist ein Loch. Da es führt eine Leiter ins Innere. Betreten? Ja. Du bist ins Loch eingetreten. Scheint so aus, als ob wir endlich hier beim Springbrunnen sind. Ja, aber wo zum Teufel ist Chris? Chris! Wo zum Teufel warst du? Wir haben schon überall nach dich gesucht. Sogar Susi hat sich um dich Sorgen gemacht. Nein, hab ich nicht. Nur damit du weißt, wenn du uns erzählst, ob wir... Hey, Chris, du, okay? Du siehst etwas. Oh, Chris, wenn du dich verletzt hast, Susi kann dich jetzt heilen. Ja, das ist richtig. Ich bin ein Heilmaster jetzt, Chris. Ich bin sogar besser als Ryzai, also. Wenn du dir selbst wehtust oder etwas, dann... Könntest du versuchen, eine Umarmung zu machen, wie ich es früher getan habe? Halt die Klappe und lass uns endlich gehen. Hä, ist das nicht?
Weiß nicht, der Typi von davor? Warum zum Teufel ist da eine Statue von ihm? Das ist keine Statue, Susi. Hä? Du siehst, der dunkle Springbrunnen kreiert eine andere Welt. Eine Welt, die dunklen Leute, die Darkness, den Willen von dem Springbrunnen reflektieren. Aber diese Darkness können nur in ihren eigenen Welten existieren. Sie könnten hier nicht etwa hingehören, so wie die anderen. Hä? Also müssen wir ihn einfach zu unserer Stadt zurückbringen. Müssen wir das tun? Ja. Was auch immer. Es ist schrecklich. Die Butler sind alle gefangen hier beim Café. Die Königin kann sich nirgendwo finden. Mit niemand, der jetzt hier verteidigt. Er hat eine seltsame Kraft über dieses Schloss hier geherrscht. Also, das hier erfüllt uns nirgendwo hin. Schnellreise ist also verboten. Man kann auch nicht mehr zurück. Es geht überhaupt noch. Diese Richtung schon mal nicht. Auch diese Richtung nicht. Okay. Dann ist das hier der einzige Weg, oder? Es ist verschlossen. Boah, du kleiner Schwamm. Es schwamm, du. Stör mich nicht, währenddessen ein Mann seine Form ändert. Warte, warte, ein zweiter. Ist das mein erstrebter Kunde? Danke, dass dieser kleine Hoshimama, ich bin ein lebender Groß. Bald werde ich jeden in dieser Stadt essen. Und zwar von meinem... Ha, ich bin sicher, dass niemand diesen Springbrunnen hier versiegelt. Ha, das kann ich hoffen. Das werde ich hoffen. Kind, ich bin hier beschäftigt. Es ist nicht mein Job, ein Kind zu sein. Extra Boss. Nee, okay, ich lese meinen ersten Satz nochmal neu vor. Kind, ich bin beschäftigt, Gott zu werden. Spiele Minecraft oder irgendetwas. Also auch der Weg ist blockiert. Das heißt, es gibt tatsächlich nur einen möglichen Weg. Und ja, das ist es nochmal wert zu speichern. Da fragt es nicht. Also. Auch wie sonst bei dem Genocide. Kämpfen unterbricht jetzt nicht die Musik. Wow. Verdammt. Oh, die hat sogar ein bisschen was aus. Aber schwer sind die jetzt auch nicht. Es ist ja immer nur dieselbe Attacke. So, aber jetzt sollte ich sie besiegen. Du hast gewonnen, du wurdest stärker. Hier sind auch Wege wieder blockiert. Oh, Pippis. Ich glaube, die haben nur eine einzige Attacke. Explodieren. Du hast gewonnen. Verdammt.
Ja, es ist halt bewusst nervig gemacht. Man kennt es auch von Undertale. Der Genocide Run ist nicht gemacht, damit er Spaß macht. Oh Gott. Man muss es aber positiv sehen. Irgendwann hat der Raum keine Pipis mehr. Was soll ich jetzt betreten? Ich bin einfach nur geradeaus gegangen. Toll, Sackgasse. Der unter mir wurde auch bereinigt. Boah, der war unnötig. Okay, geschafft. Wer denkt sich wirklich? Okay, einfach nur permanent nach auszurennen ist wohl die beste Strategie. Verdammt. Boah, Doppelkombo. Einerseits ist es gut nutzen, mich zu heilen. Okay. Ich glaube, zuerst den Manager. Ich würde einfach behaupten, das ist sinnvoller. Okay, 4 Hits braucht er. Also 4 Attackierrunden. Vorausgesetzt, ich muss mich zwischendurch nicht heilen. Oder vorausgesetzt, ich tue nicht einfach völlig random verteidigen aus irgendeinem Grund. So schon, aber so viel TP habe, kann ich auch gerne mal nutzen. Nur noch euch beide. Ja, und voll geheilt. Was sagt man dazu? Verdammt, hä, wieso denn nicht? Ich komme mich teilweise nicht steuern. Ja, komm. Einfach nur just for fun. Boah, das waren alles kritische.
hält auch was aus. Der einzige Vorteil, den ich sehe, ist, dass er halt relativ viele TP mir bringt beim Verteidigen von da diesem Strahl. Auch selbst wenn ich das ausweiche wie Grütze. Oh, der ist schon tired. Ich könnte den besiegen. Habe ich aber nicht vor. Also beziehungsweise schon einschläfern lassen, pazifistisch. Was ich aber nicht vorhab. Verdammt. Für jede Runde Susi heilen, das ist die neue coole Strategie. Letztes Mal zur Abwechslung mal Chris heilen. Und schön stärker werden. Wait. Okay. Das wusste ich nicht, dass es hier eine Abkürzung gibt. Und hier? Ja, keine Ahnung. Oh, das muss man sogar gehen, weil hier kein Schwan ist. Hä? Hey, das sagt das Noels Raum. Chris, lass uns reingehen und sie retten. Und du weißt, sie beizubringen, dass sie nicht in unser Weg stehen soll. Chris? Okay, mache ich selber. Chris, wenn du dich fragst, wie es ihnen da geht. Ich sagte, fragst du dich nicht, wie Novell und Susi, wie es denen geht, was sie machen? Du bist richtig, Chris. Es waren erst 60 Sekunden. 30 Sekunden. Ich warte zuerst mal eine Minute. Okay, lass uns gehen. Warte, du solltest. Hey, lass uns gehen. Warte, Susi. Warte, was passierte dort? Was meinst du mit was passiert? Da drin mit Noel. Nichts. Nichts? Wirklich nichts? Ich hab ihr gesagt, dass alles ein Traum ist. Nun fühlt sie sich besser. Irgendwas anderes? Nein, lass uns gehen. Psst. Ich erzähl's dir später, Chris. Oh, nun, solange wie Susi glücklich ist, richtig? Hier passiert absolut gar nichts, wenn wir diesen Gang lang gehen. Der Ritter, der schreiende Ritter. Heute ist er gekommen, um diese Welt zu erschaffen. Er berührt mit seiner langen Hand den Himmel und ist verflucht, sein Willen in diesem Schwert zu packen und machte und er durchbohrt den Springbrunnen von der Erde. Leider ist die Welt, die er geschaffen hat, gefangen in der Bibliothek. Wenn wir nur einen Weg hätten, mehr Dunkelheit zu kreieren, dann könnten wir die gesamte Welt umhüllen. Das ist, wenn ich bemerkt habe, dass die Kraft von dem Willen, diese Kraft von Ehrgeiz, ist das nicht etwas, was alle Leitners besitzen? Wenn sie einfach entschlossen genug sind, könnte dann nicht jeder von ihnen einen dunklen Springbrunnen erschaffen? Also dann, wenn der König dann jetzt hier endlich seinen Rücktritt. Oder wenn der König endlich
die hier die Gegend verlässt, dann werde ich einfach eine neue erschaffen. Aber hier bin ich immer noch mit der leeren Hand in meiner Quest. Novell ist in keinem Zustand, um mir zu dienen. Sie muss sich ausruhen. Und der Vogeljunge, ich habe ihn schon seit Jahren gesucht oder seit einiger Zeit gesucht, aber meine Sensoren können ihn nirgendwo detektieren. Wie nachdenklich, dass ihr zwei gekommen seid, um mir zu helfen. Chris, Susie, welcher von euch möchte mein neuer Ritter sein? Geh aus meinem Weg. Novell muss endlich aufwachen. Aufwachen? Nein. Sie ist schon zu viel aufgewacht. Lass sie ihre Augen schließen und einfach in Ruhe schlafen. In einem dunkleren Traum. Nun, welcher von euch möchte mir helfen, diese Welt in Dunkelheit einzuhüllen? Königin, warum? Warum möchtest du hier so laut schreien? Was ist das? Das Schreien. Ja, das, was ist das? Wenn zu viel Dunkelheit freigesetzt wird, dann werden die Titane von dem Springbrunnen jetzt auftauchen und alles zerstören. Alle Darkness werden in Statuen verwandelt werden und alle Lightness werden verloren in ewigem Chaos. Ach, meine ganzen Drähte, bist du das ernst? Das wusstest du nicht. Nein? Nun, meine Pläne wurden durchkreuzt. Meine einzige Idee, um Novell zu helfen, ist gescheitert. Geh nun, Chris, verschließe den Springbrunnen. Ich werde hier nicht mehr länger dem Weg stehen. Kein Gespräch. Hey, warte. Willst du nicht, ich meine, das muss jetzt nicht eine Verabschiedung sein, verstehst du? Fehler, ich habe keine Idee, über was du redest. Wir haben unsere dunkle Welt. Du kannst hier bleiben, verstehst du? Du verstehst, vielleicht eines Tages wirst du sogar Novell wiedersehen. Wirklich? Vielleicht. Fantaler Fehler, süß. In einer Hölle, ja, Punkt exe. Susi, ich wusste, dass du ein nettes Mädchen bist. Hey, ich wollte nur. Chris, verschließe endlich den Springbrunnen. Ich muss gehen. Sehen, was Novell macht, bevor du es kannst. Chris, ich werde die Königin über die Stadt erzählen. Chris, ich sehe mich in die Zukunft, dass ich dein Mitbewohner werde. Sehr schön, so kann ich mal dein Schloss in meine Burg umwandeln. Wartet, das ist, was ich sagte. Chris, der Springbrunnen wartet schon auf dich. Also, man kann hier speichern. Dann gibt es auch eine Möglichkeit, Bagel sich zu kaufen. CD-Bagel, das war jetzt unnötig, weil ich schon bereits das Inventar mit denen voll habe. Egal. Ja, beim nächsten Part verschießen wir den Springbrunnen. Ich hab nichts mehr zu sagen. Ciao, Leute. Wie schmeckt dir das? Ja.